Organon ist das Grundlagenwerk in der Homöopathie von dem Begründer der Homöopathie, Dr. Samuel Hahnemann, im 18. Jahrhundert. Man kann hier, habe ich ein Exemplar dabei, das ist leider kein Original, aber man kann sehen, wie in der damaligen Zeit gearbeitet wurde. Homöopathie als Forschung vom ersten Gedanken bis über die Jahrzehnte und in unsere heutigen Zeit hinein. Das Organon kann man sich vorstellen, dass das am Tisch von Dr. Samuel Hahnemann war und hier hat er niedergeschrieben, was alles an Gesetzmäßigkeiten, Heilhindernissen, Unterdrückungen, die ganzen Themen wurden hier aufgelistet. Und in der damaligen Zeit ohne PC sah das dann so aus, dass wenn man hier bei einem Text eben gemerkt hat, nee, es stimmt doch nicht so ganz, ja, da können wir noch bessere Aussagen machen, dann wurde das ja auch richtig hier ganz liebevoll daneben hingeschrieben oder hier unten. Und wenn es nicht ausreichte, dann wurde ein Papier reingeklebt. Und deshalb nennt sich das hier jetzt zum Beispiel das Organon 1, hat dann dem Buchdrucker wieder mal das Material gegeben. Dann wurde das alles neu gesetzt und es entstand das Organon 2. Und so war im Laufe die Entwicklung der Forschung der Homöopathie bei dem Begründer mit vielen Praxiskollegen zusammen zu diesem Thema Homöopathie, ist es eben bis zum Organon 6 gegangen. Ja. Das Organon 6, jetzt in der Neuzeit, Organon 6 ist aus der Zeit von Hahnemann, seiner Entwicklung bis zu seinem letzten Atemzug 1843. Und in der heutigen Zeit hatten wir nur die Problematik, dass wir diese schachtellangen Sätze, wenn die Beschreibungen gemacht wurden, dass wir da, also das war die Mitteilung der Dozenten oder der Schüler, dass da eben hieß, Mensch, das müsste man doch nicht verändern, stehen lassen, sondern eben bearbeiten. Und da gab es einen ganz mutigen Schüler, Günter Matschek, vor vielen, vielen Jahren, der hat auch in das Organon reingeguckt und hat sich gesagt, oh, verstehe ich nicht oder ist schwierig zu verstehen oder verstehe ich mehr oder weniger, aber ich möchte es mehr verstehen. Machen wir doch eben zu dem Original, und das haben wir hier in diesem Organon, eine Struktur. Das Organon ist nach Paragraphen aufgeteilt. Da kann man hier wunderbar nachschauen nach den Themen, hat eine Übersicht und kann dann zu dem jeweiligen Paragraphen gehen. Dann hat man hier eine Übersicht, wo man sich jetzt momentan befindet. Aha, hier befinde ich mich jetzt beim Paragraphen sowieso und kann den dann nachlesen. Und ich habe hier mal ein Beispiel ausgewählt, der Paragraph 2, der bekommt einen Namen, Heilungsideal. Das ist der Originaltext, so wie hier. Und wir haben den entschachtelt. Das heißt, Günter Matschek hat ihn in Zusammenarbeit mit uns entschachtelt. Das heißt, ich kann mich entscheiden als Leser, verstehe ich das? Ich kann es hier nochmal überprüfen, im, sagen wir mal, Neudeutsch. Und jeweils wurde dazu eine Grafik gemacht. Also man hat dieses Buch dreimal. Einmal unbearbeitet, dann im Neudeutschen und hier in der Grafik. Manchmal versteht man es so besser, manchmal so, man kann springen, ne? Und so wird dieses Werk unserer Meinung nach und auch das, was wir an Rückmeldungen bekommen von den vielen, die sagen, das ist eine sehr gute Arbeit, also in der Ausbildung, aber auch in der Praxis, denn so manche Praktizierende sind ganz überrascht, was da alles an Material noch drin ist. Und das wird dann viel transparenter und zugänglicher. Und das freut uns auch sehr.